Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zur 11. Folge Assassin's Creed Odyssey. So, in der letzten Folge haben wir hier eigentlich sozusagen, glaube ich zumindest, das Tutorial beendet. 10 Folgen haben wir gebraucht, heftig. Und jetzt schauen wir doch mal, wie sie weitergeht. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen neuen Kapitän. Also wir haben jetzt einen Kapitän gefunden für unser Schiff, Barnabas heißt der. Ja, und jetzt haben wir ein Schiff. Was sollen wir machen hier überhaupt? Zerstöre das Schiff und besorge Barnabas Lieferung. Aber davor will ich mich hier noch ein bisschen umschauen. Was gibt es denn hier? Lagern? Was kann man hier alles lagern? Kann man hier Waffen lagern? Geil, hier kann man sogar Waffen lagern. Okay. Ist auf jeden Fall mal nicht schlecht. Ich weiß bloß nicht, wer sich lagern soll. Auf jeden Fall hier mal einen Bogen oder so. Lagern wir die mal. Die können wir eigentlich nicht zerlegen. Kriegen wir vielleicht ein bisschen Material. Was haben wir hier alles? Stufe 6. Das haben wir gerade ausgerüstet. Okay. Legen wir einfach ein bisschen was. Ich kriege, glaube ich, eh so viel Rüstung in dem Game, dass ich eh alles nicht verbrauchen können. Ich glaube, da sollen sie vielleicht nur Sets oder sowas lagern werden. Müssen wir mal schauen. Okay, das müsste eigentlich passen. So, wir lagern mal das hier. Hier zerlegen wir was. Das zerlegen wir auch. So. Und das andere können wir ja dann wieder holen, wenn wir es brauchen. Jetzt wollte ich mich bloß noch ein bisschen auf dem Schiff umschauen. Ich mache mal das Flugmachgerät an, Leute. Ich glaube, ich werde es mal ein bisschen heller stellen. Sieht irgendwie ein bisschen dunkel aus. Helligkeit. Ja. So ist besser. So sieht es jetzt aus. Besser? Ich glaube, es sieht besser aus. Viel besser sogar. Also hier gibt es ja eigentlich nichts, oder? Okay. Gott, ich bin so ewig nicht mehr im Schiff gefahren. Schweine. Offene Gewässer! Halbe Kraft! Vorwärts! Schneller zu kehren. Auf geht's! Nein! Mann, die Böden!
Haltet eure Waffen bereit! Bei Poseidon! Erlebt! Ihr steht gleich unter der Schuhe! Schön. Läuft. Ich habe ein paar gute Männer im Gefecht mit diesen Piraten verloren. Die See ist gefährlich. Jetzt, da sich Sparta und Athen an die Gurgel gehen. Wir müssen weitere Seeleute für die Mannschaft anheuern. Lass uns mit dem besten Schützen anfangen, den ich kenne. Er wird unentbehrlich für uns sein. Wann können wir ihn treffen? Nun, du wirst ihn überzeugen müssen. Okay. Wie meinst du das? Hol ihn an Bord und ich überrede ihn. Ein paar Drachmen sollten es ihm schmackhaft machen. Ich soll ihn also bewusstlos schlagen? Nein, nein. Stell ihn nur ruhig, das sollte reichen. Das Gleiche. Dann bringst du ihn auf das Schiff und wir unterhalten uns. Alles wird gut, das versichere ich dir. Okay, Questgegenstände. Spaltest du ein Schiff und verteile, wird dein Schiff teilweise repariert und erhältst du Ressourcen neben denen fürs Versenken. Okay. Champion Questgegenstand erhalten. Schauen wir doch mal ins Inventory. Ja, hier ist nichts drin, ne? Aber wir können die Armschienen wechseln. Auf Stufe 6 schon mal. Und was haben wir hier oben? Hier hätten wir jetzt so einen Kolben. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Okay, hier haben wir nichts. Quest-Gegenstände. Die Wolfsjagd. Okay, die haben wir eh schon ausgewählt. Rekrutiere den besten Schützen im Lager der gestrandeten Banditen. Das Lager befindet sich auf einer Insel vor der Küste von Fokis. Sie ist südlich vom, von den Heiliganten des Apollon. Am Ufer der Insel liegt ein Schiffswrack. Okay. Ach du Scheiße. Fokis. Die Küste von Fokis. Südlich des Apollon. Also denke ich mal, dass wir hier irgendwo her müssen. Ich würde sagen, wir segeln mal dahin. Hallo. Wir haben jetzt hier auch kein, keine Questmarkierung, oder? Nee. Okay, also müssen wir hier hin. Hier hin. Okay, probieren wir es mal. Ich sollte mir mit Ikaros Hilfe einen Überblick verschaffen. Er findet mein Ziel. Das ist mein Ziel.
Ja, kann er da anlegen? Jetzt etwas langsamer! Bis zur Rückkehr des Kapitäns, tut, was ihr wollt! Die Gegend wird gut bewacht. Gleich nochmal steigen. Okay, da hinten ist der Schütze, den wir brauchen. Der muss sich killen. Schauen wir mal, ob wir das hier lösen können. Weil wir haben jetzt so ein scheiß Ding da, ey. Keine Ahnung, wie die ist. Kann ich die gleich snacken? Bootsleute anheuern. Du kannst Personen in der Spielwelt als Bootsleute für dein Schiff anheuern. Nutze einen Niederschlag und andere Fähigkeiten, um sie kampfunfähig zu machen, bevor du sie fragst, ob sie sich deiner Besatzung anschließen. L3 niederschlagen. Okay. Schließ dich uns an. Du bist durch und durch Seemann. Genau wie ich. Er wird sich sicher gut in der... Okay. Wir haben jetzt ein angeheuert. Schiff. Okay. Bootsleute zuweisen. Du kannst Bootsleute für dein Schiff anheuern und zuweisen, um verschiedene Vorteile zu erhalten. Sobald sie zugewiesen wurden, schließen sie sich die Bootsleute deiner Erntemannschaft an. Wenn du nicht auf der Adrestea bist, kannst du sie mit den Fähigkeiten Waffen rufen, damit sie für dich kämpfen. Was? Boah, leck, der kann jetzt das komplette Boot ausbauen, oder was? Okay, dann machen wir den mal hier rein. Anheuern. Postbis sogar mal, ich dreh durch. Okay. Boah, ich könnte voll Zeug fürs Schiff kriegen. Okay. Ja, er wird mir bestimmt noch das ein bisschen erklären. Langsam. Ich glaube, das wird nicht meine Waffe. Wir müssen so langsam. Okay.
Schauen wir mal. Inventar. Die Axt wird wahrscheinlich in der gleichen Kategorie sein, oder? Schwere Klingen, schwere Keulen. Wir probieren die mal aus. Die ist auch so langsam. Klar, die machen viel Schaden, aber was bringt es, wenn du da ewig raus bist, wenn du mal einen Schlagball kriegst? Ist halt nicht so geil, sag ich mal. Kehre zu Barnabas zurück. Jetzt schauen wir hier nochmal, ob es hier noch irgendwas gibt. Hier wird es zur anderen Insel rübergehen, zu der großen. Denke ich mir, dass wir da aber gleich hinkommen werden. Da noch was, oder? Vier Drachen. Ich muss einen Tick dunkler stellen, Leute. Das ist mir ein bisschen zu hell hier auf dem Bildschirm. Nur einen Tick. Ein Balken. So, schauen wir mal, was so aussieht. Da ist er. Den können wir auf dem Schiff gebrauchen. Wird er uns genügen? Keine Sorge. Wir werden oft genug Gelegenheit haben, weitere Seeleute anzuheuern. Ich habe das Gefühl, dass wir sie brauchen werden. Wir sollten Kurs auf Megaris nehmen. Eine lange Seereise kann entspannend sein, aber wir sind keine Schönwettersegler. Wenn du dich nach Aufregung sehnst, wirf einen Blick in mein Logbuch. Ich notiere darin alles, was irgendwie interessant sein könnte für tollkühne Seefahrer. Das konnte ich nicht lesen, Leute. Das müssen wir in der Wiederholung nochmal anschauen. Jetzt sehen wir aber das Schwert. Vielleicht haben wir da ein bisschen weniger Oh, da haben wir sogar mehr Schaden. Okay. Schwert ist auf jeden Fall besser, weil es schneller ist. Okay, schauen wir nochmal die Quest an. Wir brauchen eine Reise Richtung Krieg. 2300 Meter. Schauen wir doch, wo sind wir überhaupt? Da hinten. Wir sind mit der Insel hier. Okay, das ist sowieso 9 bis 13, wir sind Stufe 7. Das heißt, es ist eigentlich eher unser Gebiet hier. Eher unsere Richtung. Ablegen. Bereit zum Aufbruch! Wir erwarten Befehle, Kapitän. Reisegeschwindigkeit. Selber dahin steuern. Ja, natürlich nice. Wir machen mal zwar gar nichts. Der Krieg hat das Gesicht der griechischen Welt verändert. Sind es nicht Spartaner oder Athener? Wie sollen sie nur genau hinfährt? Mögen die Götter uns schüttern. Ja, doch. Ja, der Rest ist selber drin, sehr schön. Die Athener haben den Zugang zur Bucht blockiert.
Schützen! Bereithalten! Irgendwie mit dem Speer schießen, oder? Die Speere. Okay. Seht, wie der Athenerhund Perikles euch fürchtet. Er verkriecht sich in seinem Parthenon, umringt von Dichtern und Denkern. Er wagt keinen ehrenvollen Kampf auf dem Schlachtfeld. Er fürchtet sich vor euch. Er weiß, Athens Tage in Megaris sind gezählt.
Und er weiß, Athen ist als nächstes dran. Spaghetti. Du hast die Blockade der Athener durchbrochen? Sie waren mir im Weg. Sparta schuldet dir Dank. Tyche hat dich gesegnet, Fremde. Du kommst gerade rechtzeitig, um dem glorreichen Sieg meines Paters beizuwohnen. Das ist Bruder dann. Dann bist du mein Bruder. Wenn Nikolaos dein Vater ist, mach dich das wohl zu meinem Bruder. Hast du einen Schlag abbekommen? Was redest du für einen Unfug? Der Wolf ist genauso mein Vater wie deiner. Das ist lächerlich. Bevor er mich bei sich aufnahm, hatte er zwei Kinder. Und beide starben schon vor vielen Jahren in Sparta. Mit Ausnahme des Kindes, das nun vor dir steht. Fast hätte ich es dir geglaubt, aber ich bin nicht von gestern, Söldnerin. Reden wir lieber darüber, wieso du hier bist. Warum segelt eine Söldnerin in einen Krieg, für den sie nicht bezahlt wird? Sag mir, warum du wirklich hier bist, bevor ich die Geduld verliere und dich niederstrecke. Ich will den Wolf treffen. Ich bin hier, um den Wolf von Sparta zu treffen. Du kannst Nikolaos nicht einfach treffen. Er kommandiert die gesamte spartanische Armee. Wenn du wirklich allein deshalb gekommen bist, muss ich dich leider enttäuschen. Hast du hier wirklich das Sagen? Du kommst mir nicht wie ein typischer Spartiat vor. Vielleicht spreche ich besser direkt mit Nikolaos. Sinn für Humor ist keine Qualität, die ich bei Söldnern besonders schätze. Doch wenn du hier bist, um Geld zu verdienen, fähige Kämpfer kann ich in der Tat immer gebrauchen. Die Flotte mag zerstört worden sein, aber Megaris befindet sich unter athenischer Kontrolle. Wir müssen sie schwächen, wenn wir sie auf dem Feld schlagen und nach Athen zurückdrängen wollen. Was kannst du mir über deinen Vater sagen? Dein Vater? Wer genau ist er? Nikolaos, der Wolf von Sparta. Er war von meinen Fähigkeiten als Junge beeindruckt und nahm sich meiner an. Er trainierte mich und holte mich schließlich in sein Haus. Er ist mein Vater und Mentor. Ich lebe, um ihm Ehre zu machen. Du hast doch sicher von ihm gehört. Bisher nur Gerüchte. Die werden ihm wohl kaum gerecht. Er ist der größte Krieger und der beste Feldherr. Ich würde ihm bis an die Tore der Unterwelt folgen. Wie läuft der Krieg zurzeit? Die Athener-Blockade war der verzweifelte Versuch, unseren Vormarsch nach Megaris zu stoppen. Jetzt vertreiben wir sie ein für alle Mal aus der Region. Die Späher haben die wichtigsten Ziele in Vorbereitung auf den Angriff ausfindig gemacht. Unter dem Befehl des Wolfs werden wir siegreich sein. Warum brauchst du dafür eine Söldnerin? Du verfügst über eine Vielzahl an eigenen Soldaten. Es ist keine Frage der Anzahl. Megaris zählt zu unseren Verbündeten. Wir setzen keine Truppen ein, bis der Sieg sicher ist. Meine Späher haben die Ziele bereits ausfindig gemacht. Ich helfe bei der Vertreibung der Athener aus Megaris, aber nicht umsonst. Das ist wieder typisch. Du hast keinerlei Ehrgefühl, aber besser du dienst uns als unseren Feinden. Die Athener haben bereits einen Söldner verpflichtet und brauchen nicht noch mehr Hilfe. Wenn wir ihren Anführer herauslocken und töten können, schlagen wir die Athener auf dem Schlachtfeld und treiben ihre Truppen zurück nach Athen. Wenn wir ihre Vorräte zerstören, ihre Kriegskasse stehlen und ihre besten Männer ausschalten, ist er angreifbar. Nimm das und zeige es meinen Spähern. Solltest du sie auf dem Feld entdecken, geben sie dir vielleicht neue Informationen. Vielleicht brauchen sie auch deine Unterstützung. Wo ist der Anführer der Athener? Wo ist der Anführer der Athener? Er ist in Megara, versteckt sich hinter dicken Mauern und einer vollen Garnison. Wenn du seine Männer tötest, seine Vorräte zerstörst und ihm seine Reichtümer abnimmst, ist er einem Angriff ausgeliefert.
Welche Vorräte soll ich vernichten? Alles, was die Athena brauchen können. Such nach Lebensmittelkisten, Nachschub und Waffen. Der Hafen Nisseia im Tal von König Lelex wäre ein guter Ausgangspunkt. Von dort aus versorgen sie die Region. Diese Truhen, die ich für dich stehlen soll, warum sind sie so wichtig? Eine Armee besteht aus Männern, die besoldet werden wollen. Nimm ihnen ihre Drachmen und sie kämpfen nicht länger für den Ehrgeiz anderer. Die Athener bewachen ihre Schätze in einem Fort am Fuße der Geranea-Bergkette. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Denk dran, auch jeder getötete Athena-Soldat bringt uns unserem Sieg ein Stück näher. Und sobald ich Athen vor Sparta in die Knie gezwungen habe, lässt du mich zu Nikolaos. Sonst bist du der Nächste. Schick diese athenischen Hunde in den Hades. Wenn du das schaffst, wird der Wolf höchstpersönlich für eine angemessene Belohnung sorgen. Will ich hoffen. Staaten erobern. Um deinen Vater Nikolaos zu treffen, musst du Stentor dabei helfen, Megaris zu erobern. Schwäche dazu Megaris Staatsstärke. Weit genug, um meine Eroberungsschlacht auszulösen. Okay. Weltkarte öffnen. Boah, ey, das ist viel, ey. Sich um Kopfgelder kümmern. Ein Stifter hat ein Kopfgeld auf dich ausgegeben. Vermutlich hast du Zivilisten oder Soldaten getötet, gestohlen oder Schiffe versenkt. So kannst du dein Kopfgeld loswerden. Benutze die Aktion alle Kopfgelder bezahlen auf der Karte. Bezahle alle Stifter auf der Karte. Töte die Stifter in der Spielwelt. Tauche unter, bis die Frist abgelaufen ist. Geldstifter, Stufe 8. Wenn eines Schiffes. Okay. Ja. Ich glaube, die werden wir bezahlen, tue ich hier bestimmt nicht. Wenn ich in die Nähe des Wolfs kommen will, muss ich Stentor helfen, die Athena zu besiegen. Ich sollte keine Zeit verschwenden. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt aber einen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Weil ich glaube, dass es ein bisschen länger dauern könnte jetzt hier. Ein bisschen die Insel erkunden und so weiter. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und mir ein bisschen Supporter lasst, Leute. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.